geht weiter. Die PK von Devolver Digital jetzt. Hoffen wir zumindest. Ja, was für ein Cliffhanger, ne? Hoffen wir zumindest, denn die soll um 22.30 Uhr starten. Also eigentlich jetzt. Aber der offizielle Kanal ist noch offline, wenn ich mich nicht irre. Ja, lieber Chat, wenn ihr irgendwo den Kanal schon seht, dann haut den gerne schon mal rüber. Gregor und ich suchen auch schon parallel. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie bei Passierschein 38 Asterix-Style. Wird von einer Seite zur anderen geschickt. Hier habe ich was. Was ist das? Mal sehen. Summer Game Fest. Co-Stream with Joff. Nein. Ah, Moment mal. Aber ist das nicht Teil des Summer Game Festes? Ja, ich glaube, da läuft auch was schon. Ich weiß nicht, ob das der Restream ist von Joff bei The Game Awards auf der YouTube-Seite. Sehe ich was gerade. Okay. Also ich sehe gerade hier noch nichts. Was sagt denn der Chat? Schaut auf Twitch Gaming. Twitch Gaming, okay. Was ist denn dieses Twitch? Also ich kann maximal der Regie mal uns den Joff-Link schicken. Ja, mach das mal bitte. Ja, bei Twitch Gaming sehe ich gerade auch nur Talking Heads. So, Regie. Ich schicke euch mal einen Link. Wenn das denn klappt. Okay. Weil da war gerade zu sehen, irgendwie so Doom-Style, wie jemand Monstern Gedärme rausreißt. Oder Serious Sam sieht so ein bisschen aus gerade. So, der Chat schreibt hier auch, der Joff-Link passt. Dann okay, bleiben wir einfach bei dem. Das gibt uns noch mal ganz kurz die Gelegenheit. Freunde, ein paar Tage der E3 sind eigentlich schon rum. Kommt so ein bisschen E3-Feeling auf? Habt ihr das Gefühl, dass ihr so ein bisschen von der wichtigsten Messe was mitbekommt? Oder ist es ein bisschen egal? Weil wenn ich ehrlich bin, ich zumindest, so richtig Euphorie hat sich bei mir noch nicht eingestellt. Okay. Mhm. Ja, ich hoffe, dass ich noch mitgerissen werde. Noch ist noch nicht? Aber da jetzt, oh, ich sehe schon. Ja? Ja. Dann zeig mal, Regie. Ballern schon. Das war letztes Mal, oder? No? Wo sie da reingesagt werden? Die erste war das. Was glaubt ihr, wie viele Elden Rings Gags werden heute kommen? Alle. Und das ist toll. Stimmt, sie ist ja Robocop geworden, ne? Ach, die haben so ein Cinematic Universe gestartet, oder was? What's next? So then, you know, we kind of wrap it up after that. I'm thinking it's like a 4-5 year deal. Huh? I mean, huh? Right? I think it's shit garbage. Fucking shit garbage. I mean, it's a dumb idea that'll never work. And you're an asshole for thinking it up. Who thinks this shit up? It was me. I thought this shit up. An asshole thinks this shit up. We're not doing a 4-year-long series of narrative videos about the futures, whatever the shit. Devolver Digital Cinematic Universe. You check your fucking face. That was supposed to be me, right? My face, is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly any work likeness attribution and/or image rights upon execution of an employment contract, clear as day. Basically, we can do whatever we want with your likeness, even if it is some stupid deepfake video abomination or whatever. Enough! Enough of this. You, less talking, more typing. You, I don't like it. The internet would never buy it. We produce video games at Devolver Digital, and damn good ones, I'm told. Now, get the hell out of my conference room and take your dumb movie idea with you. Yeah, but listen, it's not just a dumb movie idea. It's a multi-layered narrative universe. You don't understand. This is art. This is painting with light. This is cinema! Cinema! Well, listen, Slimes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype-eats-hype media-fueled intimidation game, a boss-mode knuckle-fuck nut-kick. And we are falling way the mother-effing-ever shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last It's bad people.
real type bad. We need a fresh perspective. Something wild. Das ist Dina von Last of Us 2. Something new, but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all, know-nothings in the know, you know? Actually, ma'am, I think... No. Record scratch. What? Who are you and why are you making noises at me? Nina. Ma'am. Nina Struthers. I'm an adjunct under executive on the marketing team. I'm gunning for synergy officer one day. Why are you pouring the coffee? Because we need coffee. Grab it, Hackjaw. Nina, is it? Put the coffee down and talk at my face. Well, the thing of it is, a few of us were talking and... Monetization. As a service. See? What he said. That's gotta be the most ridiculous... Let's fucking do it. For decades, and counting, Devolver Digital has been at the absolute leading edge of technical, social, and humanitarian progress in the burgeoning videotainment market. Now that's no accident. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. Boom! Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Cha-ching! Devolver even jumped ass first into that crypto lifo broth before electric car barons made it all the rage with Loot Box Coin, the market's first and justifiably last physical cryptocurrency that lived entirely off of the blockchain. You're blam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the war chart huge when your mad, thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo spread of revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped, though, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver Max Pass Plus. Welcome to the future. Games as a service. A razor-edged industry shuck jive that has served to convert what was, traditionally, a one-time purchase into a potentially lifelong chain ball commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this, most of you don't even enjoy anymore. Devolver likes to take things further. Dive the big dive, you know? Take the leap. Push the envelope, toad the wet sprocket, go big or go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. So much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex, approach wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! Weiß noch nicht ganz, ob das ein Gag ist oder nicht. That is the Max Pass Plus difference. You simply apply. And your credit competency, work history, genealogical stray factor, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix. 4-4. And boosh, you're absolutely roast streep. From there, you are granted direct access to
to purchase anything in our constantly growing collection of video games and video game related junk for free. Well, well, not the purchases. They're not free. That would be insane. But access to those purchases, though, totally freezes. Let's check a look, at some of the video games that amazing consumers like you can look forward to. Hey, if you games. Get approved, of course, with Devolver Max Pass Plus. Premium purchase. Na gut. Hier Shadow Warrior. Heiwa wa tannaru maboroshi ni suginu. Sono soushitsu o nageku nakare. Onore no okonai o kuyamazu tomo yoi. Bushidou toyu wa shinu koto to mitsuketari. Oh, so Side-Scrolling Shadow Warrior. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht geil aus. Inside, dein Gedärm. Nice. Nice. Track to Yumi. Nur für Next Gen. Mhm. Nice, nice. Guck mal, jetzt haben wir 2 Stunden Ubisoft angeguckt und jetzt das erste Mal so, oh, was ist das? Ich will mehr wissen. Ach so, das ist dieses. Dieses Endless Runner-Ding. Gemischt mit Battle Royale. So, und die Ghosts von den Leuten, die verloren haben, sind wirkliche Tiere? Ja. Und du musst halt bis zum Ende kommen und zufallsgenerierte Räume mit Fallen und so. Auch eine coole Idee. Das ist halt so ein typisches Twitch-Ding, ne? Ja. Das lässt sich halt schön streamen. Normalerweise würdest du ja denken, und deswegen machen es wahrscheinlich alle, in der Third Person. Mhm. Dass jetzt in der First Person, ob das so aufgeht, ne? Aber sieht witzig aus. Phantom Abyss. June 22nd. Oh, jetzt kommt diesen Mal raus. Now that's a phrase. A phrase that goes lock, stock, hand in hand with gamers. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. No, 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 no. That's this, not this. I'm snapping, damn it! Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own Central Textile Manufacturing and Weaponized Branding Entity Subgroups, we would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry only available to the Devolver Max Pass Plus survivors. I mean, subscribers. No, hi. Shut up. This collection of fashionable, comfortable, and catastrophically unaffordable formal wear was designed and manufactured entirely in-house by an elite selection of our most popular and attractive interns, to whom we've given key action words and access to an internet-connected device and, shall we say, joie de vivre. You may go. Bye. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is, well, exclusive. Only available to subscribers in a premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right?
Now, let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Oh, man. Yeah. World Premiere. Premium Purchase. Oh, shattered sky and boiling sea. Is a ruined world our gift to thee? Got a thousand miles of heavy trials just waiting. With a howling storm and a raging fire, I'll see it through this fool's desire. It's a hope that feeds us fuel. Okay. Der Richtung denken und immer Gameplay zeigen. Wie ist das Ding nochmal, was wir Beef gespielt haben, die ganze Zeit, wo zwei Leute gegeneinander kämpfen und zum Ziel kommen müssen? Mit den Knubbelmännchen. Ach, du meinst Nidhogg? Nidhogg. Achso. Das ist überhaupt nicht Nidhogg, also. Ja, das sieht eher aus wie Don't Star. Ich weiß, wo der Gedanke herkam, ja. Das ist wirklich Don't Stuff. Wizard with a gun. Und Galvanic. Vielleicht haben die? Ne, die haben nicht Don't Stuff gemacht, ne? Ne. Premium Purchase. Yeah. Das finde ich gut. Oh, das ist dieses Rabenspiel. Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Crown? Das ist cool. Da freue ich mich drauf. Soll auch schon bald kommen. Versuch mich dann zu erinnern, ob es genau das war oder eins, das so ähnlich jetzt ausschaut. Das soll auch direkt am ersten Tag für Game Pass erhältlich sein. Premium Purchase Pass, meinst du? Hm. Geil, ja, ist ein schöner Style, mag ich. Das ist so ein bisschen Hollow Knight aus der ISO-Perspektive. Sieht für so ein Spiel richtig cool aus, oder? Death's Door. Ach, krass. Not so far away. Cool. Since 1975, Devolver Digital and the many incredible developers bist ja echt gute Spieler dabei. Have produced what can only be appropriately described as an imperial buttload of incredible games that consumers worldwide have purchased, never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus. As a premium service, not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet, I don't know.
Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from. Respekt, dass die Konzentration aufrechterhalten kann, ne? Me, why am I alles in einem Take. Wet? Think of it as a kind of thank you from an old friend that believes you deserve. Ey, das meinen die ernst mit diesem Devolver Max Pass, ne? Ich weiß es nicht. Also die Seite. Also die Seite sieht legit aus. DevolverMaxPassPlus.com for more information. Das Problem, wenn du so viel Gags machst die ganze Zeit, du weißt nicht, was ernst du meinst oder nicht. Ich habe auch keine Zeit, dich zu gucken. Ich vertraue null außer den Spielankündigungen hier. Null. Ich muss mir das mal gleich genauer anschauen. Oh, vom Pony Island Typen. Oh Gott. Pony Island war sick. Aber Card-Based Odyssey, oh. Ja gut, sowas hat auch seine Fans, ne? Kannst du denn ein bisschen was zu Pony Island sagen, Elias, für die Leute, die nicht damit vertraut sind? Boah, Pony Island war so ein ziemlich abgefahrenes Metaspiel. Das so, es hat angefangen als so eine Art Adventure und plötzlich fängt das an, dir Meldung zu geben, dass es so Zugriff auf deine Festplatte hat und so. Mega abgefahren, hat so Parallelen zu Undertale. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch kurz. Ich glaube nur so 2-3 Stunden lang, wenn ich mich nicht irre. Also Sidescrolling, reduzierte Optik, ne? Ja. Jetzt hast du ein Kartenspiel. Aber das sah auch interessant. Habt ihr das gerade am Ende gesehen, was da noch reingemixt war? Das wird voll Meta auch wieder. Das wäre auf jeden Fall, habt ihr gesehen, wie cool die Karten auch aussahen? Voll Bock drauf. Premium Purchase. Yeah. Hey, kid, do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Well, that doesn't sound as great. It's tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Ignore loved one. Prioritize your life. Whee! Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Collect your favorite characters that you've never even heard of. Pick up your phone, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Devolver Tumble Time is the future of physics-based puzzle gameplay, elegant monetization, and strategic brand integration. Choose characters from a loaded roster of your Devolver digital faves and rack up major, huge, big-time game points by matching and clearing the impossibly adorable heads on the tumbler. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, and because, of course, there are ads, and because nothing is ever really free. Get hype and unleash each character's special move and clear chunks by creating and activating chaotic chain reactions. Pre-register for Devolver Tumble Time on the App Store and Google Play by visiting devolvertumbletime.com. Swoop, hey! Nina! Hey, let's talk about subscriptions for a moment. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic, an unwieldy physical beast that we have haphazardly let slip into the digital realm, leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product and perfect knockers. Devolver, though, aims to return subscription-based addiction back to its more tangible roots
with a premium purchase title available only in this. The physical plane of actual, real, for real existence. Is that? Goddamn right it is. Introducing Demon Throttle by developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto. It is coming to the Nintendo Switch as a physical box set and only a physical box set through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will not, I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting today. Check a look. Also es gibt schon, aber jetzt nochmal nur als physische Version für Switch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich glaube nicht. That demon kiss my wife. Or something. Okay. Ist schon mal bestellt. Das kann man nicht bestellen. Game, was gezeigt wurde. Sieht richtig gut aus. Also sag mal, Chat, gibt's das schon irgendwo anders so? Weil ich möchte nichts als. Ja, sonst würde es ja keinen Sinn machen, ja, aber das ist nur für Retail. Ich verstehe die Switch-Version für Retail, ne? Ich glaube, generell gibt's das. Ja. Bisher noch nicht. Das sieht cool aus. I wanna play this. Soft. Exclusive to Special Reserve Games. Right? I love it. It's good. Really good. Great work, Stilts. Well, it wasn't all me. Who'd have thunk? Big moves by a guy from... Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's angekündigt. Okay. Now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have... Videotapes. Nina! Well, tape. What she said. What's this now? Well, we put the entire thing on a tape and then sell it. Right? Like this, right? Right here. Videotapes. The trick, though, is that there is one and only one, and we sell it to one buyer. We put only the entire thing just the one on a tape. Just the one? Just the one. Sell it. Okay, and since there's only one and the buyer like keeps it, and we broke the little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Here. Ach, das machen die wirklich? Das sind die NFT-Gags. NFT, for sure. Jetzt geht's auf Krypto. Aber das machen die wirklich? Can this be done? It's actually already been done. Ja, klar. Okay, the one copy of this entire presentation on tape, the one in this player right here, is available online for the first Devolver Max Pass Plus Triple Platinum Elite Gold Star Magnum Double XL tier subscriber to go to devolvermaxpassplus.com and buy it. Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid or the global technology supply chain because it's just this old tape. That's good. That's it. That Caleb found in a box marked Nancy's Fancies, okay, in the back of an old filing cabinet in the birthing wing. Ja, das machen die wirklich. It's also a tape. Fucking brilliant. Yes, yeah, Zane. Oder Chat schreibt, die haben Margaret die VHS Taylor schon verkauft, okay? This is such wonderful. Sold out. What the fuck? Aber stand von Haus aus wahrscheinlich sold out dann einfach da. I don't know. A savage view, another me, snapping back to reality. Oh, vorbei, another ja. You, and now I'm free, so let's get naja, vielleicht kommt nach dem Abspann noch ein kleines Snippet. Ja. Ich wette, wir müssen ja das nächste Jahr anteasen. So, aber ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Ist The Wolf of Max fast schießt mich tot. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber ich bin jetzt auch natürlich ein bisschen verwirrt. Nee, ich glaube nicht. Also wenn du auf die Seite gehst und auf Subscribe drückst,
sagen sie, oh, danke, dass du Developer Max Pass Plus für 6 Monate ich bin bei verlängert hast. Demon's Throttle auf die Seite gegangen. Vielen Dank, Sie sind jetzt in der Warteschlange. Die Wartezeit ist länger als 2 Stunden für Demon's Throttle. Zeugen das. Oh, jetzt nur noch 1 Stunde. Oh, bei mir auch nur noch 1 Stunde. So viele Leute abgesprungen. Aber ist das etwas, das du dir holen willst? Ja, jetzt ist es selten, ne? Nein, ich hätte das Download-Tape mir geholt, das sieht ja cool aus. Das Retail bin ich mir nicht sicher. Ich muss mir wieder so eine Box in den Schrank stellen. Das stimmt. Ah. Naja, aber damit hast du ja grundsätzlich keine Probleme. Wenn ich noch auf Platz hätte, ne? Aber ich möchte jetzt nicht anfangen, auch noch neue Spiele dann als Retail zu kaufen. Wo sind wir denn im Jahr 2017? So, warten wir nochmal den Endgag jetzt ab. Ja, ich glaube, da kommt gerade ab. Ja, bestimmt noch. Das ist der Songtext. Nee, das ist noch der Gag. And then you get me. There was the Devolver Direct. Oder? What'd you guys think? Es wäre sehr lustig, wenn es sein wäre, aber nee. Nee, ich glaube nicht, dass Devolver Jeff Keighley sich als Endgag nochmal, oder? I love Devolver, they have fun with last. Finde ich gerade sehr lustig, aber. Nein. Was gucken wir da? Gucken wir seinen Stream und der hat das. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist Teil des Summer Game Festes, der die PK hier gerade gewesen. Deswegen sehen wir den gerade. Aber nee, ich glaube, das ist vorbei jetzt, die Nummer. Okay, der Endgag, ja, hast du auch schon gesagt, der ist der Text, war es wohl. Der Songtext. Ich fand's gut. Also mir hat's Spaß gemacht. Das war das, was ich erwartet habe. Was sagst du, Dennis? Also ich denke, man sieht schon, dass irgendwie wegen Corona sie nicht ganz so viel. Ja, was weiß ich, ob es daran lag. Aber es war von, war das jetzt die dritte, glaube ich, wenn ich richtig zähle, von Devolver Videos dieser Art. Und die ersten beiden, muss ich sagen, waren ein bisschen aufwendiger und dadurch auch ein bisschen besser. Da war diese ganze Splatter-Scheiße, die als Schose, wollte ich sagen, die ganze Zeit. Und da war der Aufwand ein bisschen höher. Die war auch gut, aber kam überhaupt nicht an die ersten beiden ran, oder? Was sagt ihr denn zu den Spielen? Also, wir haben angefangen mit Track to Yomi, heißt das, glaube ich. Ich muss sagen, so durchweg es sehen auch wie typische Spiele aus, in Anführungsstrichen, eben die bei Devolver Digital landen, die mal ein paar kreativere Ideen haben. Fand ich jetzt zum Teil auch interessanter als vieles Portfolio von größeren Streams, die wir gesehen haben. Jedes hat also ja so ein bisschen was Eigenes. Und ich glaube, also nach dem anderen Streams war ich jetzt nicht auf der Website und will so ein billiges, nachgemachtes NES-Game mir kaufen für Switch. Ich fand hier, ich hab das hier gerade am Laufen. Track to. Oh, Gearbox läuft, sagen sie. Das können wir im Hintergrund laufen lassen. Wo Gearbox? Läuft denn das? Gearbox läuft gerade. Du kannst gerne mal checken, wo das konkret läuft. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Also, ich fand die Devolver an sich mit der, verglichen mit Ubisoft, was Spiele angeht, schon ein bisschen interessanter. Weil du vor allem einfach hier was Neues gesehen hast. Ansonsten. Müssten wir gleich, ich habe diese Gearbox-Geschichte gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht, aber stand im Chat nur gerade. Weiß nicht, ob das. Shadow Warrior 3 soll auch gezeigt worden sein und wir haben das nicht gesehen? Vielleicht, steht, weil wir einen Tacken zu spät eingeschaltet haben. Wir haben ja noch den Link gesucht. So, Chat schreibt. Wir haben wahrscheinlich gar nichts verstanden, weil wir den Anfang verpasst haben. Okay. Bei IGN läuft Gearbox, aha. Geil, Chat, danke für den Hinweis. Check mal, wenn du den Link findest, Elias. Da Showcase Livestream. Ich bin gerade schon am Suchen. Ah, hier ist er. Ja, schick ihn dann mal rüber. Nö, aber war, also, die haben wieder mal natürlich eine Methode gefunden, um das zu verpacken. Ich weiß nicht, was daran echt war oder nicht echt war, jetzt von den Ankündigungen, die gemacht wurden. Ich weiß, ich kann darauf vertrauen, dass es die Spiele gibt. Ja. Immerhin etwas. Außer dieses Handy-Game. Da weiß ich auch nicht, ob es ein Gag war oder nicht. Naja, du hast gesehen, dass das für Apple und für Android kommen soll. Aber was ist da jetzt genau? Ist es das Handy-Game, was sie in dieser Animation drin hatten? Oder war die Animation schon das Handy-Game? Ich weiß es nicht. Ja, genau. I'm not sure. Nee, okay, das haben wir doch. Ey, also das hat man doch. Das ist ja so eine Candy Crush-Verarsche. Und das, was da so ein bisschen aussah wie Candy Crush, haben sie ja immer wieder gezeigt. Ich glaube, das wird das Spiel sein, oder? Habt ihr das? Also das Game in-Game, was sie gezeigt haben da.
Genau, das, was da auf diesem kleinen, ja genau, da fallen ständig irgendwelche Knödel von oben und das ist einfach nur albern. Und es ist im Grunde einfach ein Gag, ähnlich wie sie damals gemacht haben bei Fallout mit dem Handygame. Ist ja, okay. Das war ja auch so eine ähnliche Nummer. Und wir lassen im Hintergrund jetzt auch nochmal Gearbox laufen, wir werden jetzt nicht so riesig drauf eingehen. Also warum ist da, ist das Eli Roth? Ach, Jack Black und Kate Blanchett. Ich weiß nicht, seit der Borderlands 3 Präsentation, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dieser Totalausfall, wo sie das erste Mal Borderlands 3 mit dem VLC-Player angekündigt haben und der VLC-Player geruckelt hat. Da war was, ja. Seitdem kann ich Gearbox nicht mehr ernst nehmen. Weißt du, warum der geruckelt hat? Randy Pitchford hat ihn von seinem USB-Stick laufen lassen. Ernsthaft? Nee, aber es könnte durchaus sein. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass da jetzt gebündelt Infos irgendwie gezeigt werden. Aber lass noch mal ein bisschen weiter über Devolver kurz quatschen. Dennis, von den Sachen, die wir gesehen haben, was ist dir am ehesten im Auge hängen geblieben? Eigentlich alles. Also das, ich werde alles ausprobieren. Besonders dieses Kartenspiel, was so mega meta aussieht. Gerade am Ende ging das ja noch mal voll crazy. Ich will unbedingt wissen, was das mit sich auf sich hat. So. Aber eigentlich werde ich in jedes Spiel mindestens einmal reingucken. Mindestens. Ja, es ist auf dieser. Dieses Kartending. Sind alle versammelt nochmal auf der. Wie ist die? Devolver Max Game. Game Max Plus? Max Game Plus? Devolver Game Max. Game Pass. Game Max Plus. Pass Plus. Max Pass. Plus am Ende. So, Devolver Max Pass Plus. Okay. Da sind sie nochmal aufgelistet, alle Games. Ich glaube, inklusive Shadow Warrior. Das war wahrscheinlich das, was bevor wir eingeschaltet haben, lief. Das sah aus wie Doom mit Innereien rausreißen. Okay. Also Track to Yomi war das Side-Scrolling-Ding mit den Samuraien. Ne? Mhm. Ghost of Tsushima Side-Scroller. Das sah geil aus. Wizard with a Gun. Ja, das war dieses Don't Starve-eske Ding. Mhm. Mit den Orcos hier. Inscription ist dieses Card-Game. Coming to PC later this year vom Pony Island Macher, ja. Devolver Tumble Time war das Handy Game. Und Death Door hatten wir schon mal gesehen, kommt jetzt bereits am 20. Juli. Genau, aber erstmal für Xbox und für PC, wenn ich mich nicht irre. Ja. Xbox Series One und PC, 20. Juli. Ja, Phantom Abyss war dann noch dieses Battle Royale. Ding. Ja, das, mit dem asynchronen Multiplayer. Genau, Phantom Abyss. Das eine hast du gezeigt von gestern, dieses Terranil. Das ist genau. Ja auch mal gelistet. Und Shadow Warrior 3 kommt 2021, falls das noch nicht bekannt war. Aber. Ja. So, Shadow Warrior, ich kann ja hier den Trailer ganz kurz laufen lassen, damit wir das auch nochmal nachgeholt haben. Gameplay Trailer 2 ist das tatsächlich schon. Pack den mal rein. Aber die Quali hoch, ja, geil. Das ist Shadow Warrior. Krass. So bunt. Sieht sehr Doom-mäßig aus. Sieht Doom in bunt. Aber sieht ganz witzig aus. Ja, schön. Monster. Oh, ugh. Umf. Lustig. I like it. Alter Schwede, ja, da passiert viel. Hat passt von Serious Sam auch ein bisschen. Mhm. Aber diese Kill ist natürlich eindeutig Doom. Gib mir dein Gedärm. Alter, hat er die Knarren aus den Gedärmen rausgeholt? Mhm. Das gefällt mir. Es wird immer besser. Das Todeskarussell, ey. Xbox One, PS4. Gut. Alter Schwede, na gut. Der Randy.
Ja gut, dann noch Tyranniel und hier Demon Throttle. Ja, was sagt denn die Warte-Website? Die habe ich zugemacht aus Versehen. Your Waittime ist 28 Minuten. Ja, passt doch. Aber soll ich mir das kaufen? Weiß es nicht. Was wird das denn kosten, was glaubst du? Ja, 20? 30 Euro, glaube ich. Oh, 30 bestimmt mehr als Retail. Ja. Ich meine, die versuchen ja gerade so Switch-Retail-Sachen, so manche Games zu verkaufen. Allein das Alex-Kit kostet fast 40. Echt? Das Wonderboy in Usher kostet auch fast das gleiche. Bisschen viel für diese 2-Stunden-Games. Glaubst du, dass es nur 2 Stunden lang ist? Ja, das waren die anderen, waren 2 Stunden. Nein, okay. Usher war 4 Stunden lang. Alex Kidd vielleicht 2,5. Na gut. Zusammengefasst, Ubisoft fand ich maximal okay. Ein bisschen enttäuschend sogar. Devolver eigentlich ganz cool. Mag eigentlich jedes Spiel, bis auf dieses Phantom Abyss, aber dieses asynchrone Multiplayer-Ding. Mhm. Da bin ich nicht so der größte Fan von, aber das wird auf Twitch halt mega abgehen. Aber ansonsten. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist halt so ein richtiges streamable Spiel. Aber wenn alle Spiele streamable Games sind, was ist dann das Alleinstellungsmerkmal? Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, so cool das Game sein könnte, dass irgendwie wir packen es rein, weil es gerade aktuell ist, aber wenn das nicht Jack Frax gerade spielt oder irgendein populärer YouTuber, der mir nicht einfällt. Hast du von Alt F4 mitbekommen? Das hattest du ja mal vorgestellt hier, ne? Das hat Wirt hier ganz kurz mal gezeigt. Das ist auch auf Steam super, super generisch eigentlich. Also sieht nicht gut aus, aber hat halt genau diese Mechanik gehabt, dass du halt so einen Runner hattest mit verschiedenen Geschicklichkeitspassagen und das war halt mega schwer und das ist auf Twitch komplett steil gegangen. Und das geht halt genau in dieselbe Kerbe. Bloß hast du hier noch zufallsgenerierte Elemente mit drin. Asynchron Multiplayer. Also ich gehe fest davon aus, dass das auf Twitch irgendwie steil gehen wird. Ja, naja, in der Kombo heute, man muss ja sagen, es ist ja der richtige Start der E3 in Anführungsstrichen, weil das war alles Summer Game Fest in den letzten Tagen. Das war so ein bisschen gemischt. Der erste Stream am Donnerstag, der war noch okay. Da hatten sie ja noch mal Elden Ring zumindest drin. No? Mhm. Sind sie abgegangen. Kannst du übrigens Dennis noch mal sagen, ich glaube, deine Meinung haben wir auch noch nicht zu Elden Ring gehört, als Souls-Experte hier auf dem Sender, was du zum Ingame... Ich hab's noch gar nicht gesehen. Du hast noch gar nicht gesehen? nein, ich bin im Fußballmodus, sorry. Ach so. Der Fußballring statt der Elden Ring. Na gut, dann bereite dich gut drauf vor und dann kannst du dann da noch ein bisschen was sagen, was dazu ist. Das war aber so das eine Highlight, was nochmal die letzten Tage gewesen ist. Mhm. Gestern war Kochen Totalausfall und diese IGN-Show war tatsächlich ein bisschen besser, weil die wenigstens Trailer gezeigt hat, hat mich an die PC-Gaming-Show so ein bisschen erinnert in der Masse. Und die Cringe-Kommentare dazwischen, die Überleitungen waren kürzer als sonst. Also es geht schon. Und dann heute hast du wenigstens was Durchpoliertes mit Ubisoft gehabt, auch wenn die Überraschungen nicht so viele gewesen sind. Mhm. Und Devolver ist Devolver, ne? Jetzt ein bisschen länger gewesen als sonst, fast eine halbe Stunde. Ja. Du hattest heute noch diese Wholesome Direct, hieß sie, glaube ich. Wholesome Direct, okay. Ja, die hat ein bisschen Spiele gezeigt, die ein bisschen entspannter sind und leichter im Gemüt liegen. Da würde ich mir tatsächlich noch 1-2 Sachen später anschauen wollen. Und ansonsten, morgen kommt halt der richtige Kracher. Da warten alle drauf, Microsoft. Da bist du auch wieder mit am Start, ne? Nee, ich bin nicht bei Microsoft am Start. Ich komme zu Square. Das, da waren so viele, die sich hier reingezeckt haben, die natürlich frisch alles aufsaugen wollen. Ah, geh mal her. Halo. Forza. Das ist ja auch ein großes Thema. Oh ja, das soll wohl das erste Mal morgen gezeigt werden. Meinst du wirklich? Ich glaube schon. Da gab es Leaks für Starfield, oder? So Screenshots, ein bisschen so ein Mini-Video oder so? Ich glaube schon, aber mittlerweile hört man so oft von diversen Journalisten von Übersee, die das hier und da schon gesehen haben und die meinen, dass das wohl eine ziemlich sichere Kiste sein wird, dass das morgen zu sehen sein wird. Und ansonsten natürlich Halo, da wird man besonders gespannt drauf sein, weil man das eigentlich schon von einem Jahr erwartet hat und die sich die extra Zeit nehmen wollten. Und jetzt wird es nochmal interessant zu sehen sein, wie sie diese Zeit investiert haben, ob das halt wirklich zu sehen sein wird, der Qualitätssprung, oder eben nicht. Und ansonsten gehe ich sehr stark davon aus, dass da noch die ein oder andere Überraschung zu sehen sein wird. Ja, mal gucken, was passiert. Ist ja noch einiges bis zum Dienstag, ne? Habt ihr beide denn noch was, auf das ihr euch privat freut an Neuigkeiten? Ich glaube, bei Elias kann man schon recht gut absehen. Na, das ist die Primetime-PC-Gaming-Show. Elias ist Nintendo, ne? Genau, ich freue mich auf das Nintendo-Showcase. Also eigentlich nur wegen dem neuen Zelda. Also ich hoffe wirklich, dass das gezeigt wird. Und ansonsten, ich habe wirklich Bock auf Microsoft noch.
Ich bin sehr gespannt, was sie da noch zeigen. EA bin ich ein bisschen gespannt drauf, was Battlefield betrifft. Da wollen die auch neuen Kram zeigen. Und ansonsten, mal gucken. Bisher hat sie mich noch nicht so ganz abgeholt, die E3-Woche. Aber die Kracher, die kommen hoffentlich noch. Hast du denn noch was, Dennis? Oder kann das überhaupt jetzt mit dem Fußball nicht mehr konkurrieren? Jetzt fangen also ja die richtig guten Spiele bald an. Ja, wobei, also ganz ehrlich, Devolver war schon für mich das Highlight, das wollte ich unbedingt sehen. Und bin noch nicht enttäuscht worden. Ubisoft hätte mich überraschen können mit einem neuen South Park-Spiel, das hätte mich sehr gefreut. Jetzt die Tage bin ich eigentlich nur, freue ich mich auf Dinge, die ich jetzt noch nicht weiß. Das ist eigentlich alles. Wenn irgendwelche großen Überraschungen kommen, irgendwas, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe, das sind Dinge, die ich toll finde. Ansonsten, ja, das Battlefield-Teil will ich natürlich auch noch ein bisschen mehr zuhören. Kam ja vor ein paar Tagen der Trailer, das sah super aus. Da bin ich gespannt. Aber ich bin ein Mann für Überraschungen. Die möchte ich gerne sehen. Das hoffe ich mal, dass die Überraschungen, die dann auch noch kommen, weil das sind die Sachen, die am ehesten einen nochmal überzeugen können oder im Gedächtnis bleiben. Potenzial ist aber auf der Microsoft-Konferenz, weil es auch die einzige große Bühne noch für EA tatsächlich ist. Ne? Battlefield haben sie zwar schon jetzt schon mal gezeigt, aber ihre EA-Play ist erst einen Monat. Also kann es sein, dass sie sich da nochmal irgendwie mit dann so ein Plätzchen dann holen. Vielleicht gibt es noch was Star Wars-mäßiges, ein zweites Jedi Fallen Order. Capcom will ja auch noch was zeigen. Capcom ist am Montagabend, glaube ich. Da werde ich dann, ich weiß noch nicht, ob ich von hier streame oder von daheim. Muss ich nochmal gucken, aber die werde ich mir dann spät in der Nacht angucken. Ja, morgen wird dann erstmal die Microsoft PK sein. Danach ist Square Enix angesagt. Da bin ich wieder dann dabei. Und ich übernehme danach die Stellung hier für die PC Gaming und die Future Game Show und guck mal, wer noch dazu kommt. Geil, also auf jeden Fall volles Programm hier nach wie vor auf RBTV. Bleibt auf jeden Fall dabei, guckt vorbei, morgen geht's direkt weiter. Ich glaube, für heute machen wir erst einmal Schluss, oder? Ja, ne? Alles klar, dann sagen wir vielen, vielen Dank, macht's gut und wie gesagt, bis morgen, da geht's weiter mit der E3 hier auf Rocket Beans TV. Macht's gut.